Methoden der Organisation. Kommen wir zum dritten Teil unseres Hintergrundwissens für die Arbeit im Bereich Ablaufplanung und Ablaufsteuerung, nämlich dem objektorientierten Planen und Bauen. Bei dieser Methode arbeiten wir mit einem digitalen Bauwerk, das wir später in einzelne Fachmodelle unterteilen. In den Fachmodellen finden sich die jeweiligen Fachplanungen Massivbau, Holzbau, Logistik etc. wieder. In der Literatur und im Internet wird der Begriff des digitalen Bauwerkes sehr unterschiedlich verwendet. In unseren Vorlesungen bedeutet ein digitales Bauwerk Folgendes. Ein digitales Bauwerk ermöglicht einen reibungslosen Austausch von Daten zwischen den Planungen der jeweiligen Baubeteiligten. Zum besseren Verständnis schauen wir uns mal die geschichtliche Entwicklung von digitalen Bauwerken an. 1980 gab es die ersten digitalen Bauwerke. Es waren geometrische Daten, die über ein Vektorensystem eine grafische Darstellung ermöglichten. Die grafische Darstellung war in der Regel 2D und die zusätzlichen Daten, die sogenannten Metadaten, wurden in gesonderten Listen erfasst. Ab 1990 wurden diese 2D-Daten durch Verfahren erweitert und man konnte eine sogenannte 2,5D bzw. später auch eine 3D-Darstellung der Bauwerke ermöglichen. Die sonstigen Daten wurden in relationalen Datenbanken weiterhin gesondert gespeichert. Ab 2000 versuchte man, diese geometrischen Daten mit den Metadaten zu verbinden, das heißt also die Vektoren und die relationalen Datenbanken miteinander zu verbinden. Dies wurde insbesondere im Bereich der Kosten und der Termine durchgeführt und nannte diese Technik bezogen auf 3D-Geometrie, 4D-Kosten, 5D-Termine. Allerdings ist diese Technik sehr aufwendig und weitere Verbindungen, zum Beispiel zur Tragwerksplanung, zum Schallschutz oder zur Wärmeberechnung, bezogen zu den Geometriedaten, ist nicht möglich. Ein weiterer Nachteil war die Begrenzung auf die jeweiligen Fachplanungen. Das heißt, es gab ein digitales Modell für jede einzelne Fachplanung, aber ein Austausch der Daten zwischen den Fachplanungen war in der Regel nicht möglich. Ab 1990 hatte sich in der IT-Industrie das sogenannte Konzept der objektorientierten Programmierung durchgesetzt. Und dieses Konzept wurde ab 2010 auch schrittweise in der Bauwirtschaft eingeführt. Bei der objektorientierten Programmierung werden die Vektoren und die Metadaten in Objekten zusammengefasst und dann entsprechend programmtechnisch verarbeitet. Im Sinne der Programmierung ist es jetzt möglich, eine Vielzahl von unterschiedlichen Fachplanungen, sogenannte Fachmodelle, zusammenzuführen und miteinander zu überlagern bzw. zu verschneiden. Für die Bauwirtschaft bedeutet diese IT-technische Umstellung allerdings auch eine neue Art, Bauwerke zu bearbeiten und zu planen. Man muss jetzt in objektorientierten Strukturen denken und arbeiten. Im Weiteren wollen wir uns anschauen, was das bedeutet. Das objektorientierte Arbeiten lässt sich in 7 Themenbereiche unterteilen: Umwelt, Objekte, Modelle, Arbeitsprozesse, BIM, Regelwerke und IT-Formate. Wir wollen uns in dieser Lektion mit den ersten 3 beschäftigen. Die 4 folgenden werden in der nächsten Lektion erläutert. Die Umwelt, in der wir leben, besteht aus 3 Welten: die reale Welt, die digitale Welt und die virtuelle Welt. Im Bauwesen kennen wir die reale Welt und die digitale Welt. Die virtuelle Welt ist dagegen noch neu. In der realen Welt wird das Bauwerk gebaut. Die Planung sollte vorher stattfinden, da es sich immer wieder zeigt, dass das Planen am realen Objekt nicht optimal ist. Die Planung fand früher in einer analogen Umwelt statt. Planung bedeutet, das Bauwerk in Modelle umsetzen. Modelle können mathematisch, mechanisch, zeichnerische oder gegenständliche Darstellungen des realen Bauwerkes sein. Die Dokumentation der Planung erfolgte über analoge Strukturen, Arbeitsaufgabe, Ordner, Register auf Medien wie Papier oder Mikrofilm statt. Mit der Einführung der IT-Technologie wurden diese analogen Arbeitsstrukturen in eine digitale Welt übertragen. Die Zeichnungen erfolgten 2D, die Ablagestrukturen in Ordnern und entsprechenden Dokumenten, wie sie im Papier oder auf dem Mikrofilm bereits bekannt waren.
Mit der objektorientierten Struktur entwickeln sich aktuelle neue Formen der Dokumentation, wie sie in analogen Strukturen nicht möglich wären. Die Dokumente werden nach den Objekten sortiert und abgelegt. Entsprechend können die Dokumente nach sehr unterschiedlichen Fragestellungen abgefragt und strukturiert werden. Die virtuelle Welt ist ein Muster der realen Welt. Sie ist im Bauwesen neu, aber sie hilft, Planungen so real darzustellen, dass diese im Vorfeld der Umsetzung geprüft werden können. In der virtuellen Welt gibt es zwei Technologien. Es ist der virtuelle Raum. Hier wird das geplante Bauwerk in einem fiktiven Raum dreidimensional dargestellt. Man kann sich im Maßstab 1:1 durch ihn bewegen. Die zweite Methode ist die Mixed Reality. Hier wird die Planung in einem realen Bauwerk im Maßstab 1:1 dargestellt. Das heißt, die Planung wird in das reale Bauwerk im Sinne eines Hologrammes projiziert und man kann sich durch die entsprechenden Planungsunterlagen bewegen. Durch die Objektstruktur ist ein Zusammenspiel zwischen allen drei Welten möglich. Wesentlich ist eine gut strukturierte, objektorientierte Modellbildung für die Bauwerke. In diesem Sinne wird auch gerne von dem sogenannten digitalen Zwilling gesprochen, der eine Verbindung zwischen den verschiedenen Welten ermöglicht.